Hallo, schön, dass ihr wieder reinschaut. Willkommen zu unserem Gin-Tasting. Ich bin der Karl und an meiner Seite zwei absolute Gin-Perten, Münchens Gin-Perten, die Andrea aus dem Vogelwildes München. Danke, dass du uns wieder eine Heimat gibst für unser Video. Gerne. Und den Jörg, den kennt ihr ja auch schon, unseren Ginfluencer vom Foodblog Omox. Heute, oder fangen wir anders an, nachdem wir im letzten Video den Etraler hatten, eine ziemliche Kräuterbombe, haben wir uns heute für etwas sehr Fruchtiges entschieden. Den Dreiberg Red Berry. Ich schenke schon mal ein und du? Du schenkst ein. Ich erkläre dir, kommt aus Saarbrücken. Haben wir hier rote Früchte, sprich wir haben Himbeere, wir haben Johannisbeere, wir haben einen Granatapfel. Das heißt, das Ganze wird eine richtig schöne Fruchtbombe. Wacholder haben wir eher hintergründig. Und wie immer, bitte schön. Dankeschön. Danke. Wir riechen erstmal. Also man riecht schon dieses Fruchtige. Also die roten Früchte, die hast du schon in der Nase. Ja. Genau. Die Himbeere kommt, die ist schon sehr vordergründig, aber sehr schön. Wacholder merkst du gar nicht oder riechst du nicht? Ja, der Wacholder liegt so unten drunter, unter den Früchten. Genau, also das, genau. Man kann es gar nicht anders beschreiben. Also es ist super fruchtig. Und ich würde sagen, dann probieren wir mal. Wir probieren mal. Dann. Zum Wohl. Auf euch. Mhm. Ist lustig, er schmeckt, wie er riecht. Genau. Ja, sehr schön diese roten Früchte. Ja. Man könnte jetzt sagen, ist ein Mädchen-Gin, möchte ich aber nicht, weil ich finde, damit ist ihm nicht Genüge getan. Ja, er ist wirklich lecker, er ist wirklich gut. Aber ja. Ja, du hast diesen Granatapfel, finde ich. Ja. Mhm. Den schmecke ich. Ich rieche sehr viel Himbeere, schmecke sehr viel Granatapfel. Ja. Es ist ja auch ein bisschen Ingwer mit drin, den hast du ganz leicht. So ganz leicht auf der Zunge. Er ist relativ trocken, finde ich. Was nehmen wir da für einen Tonic dazu? Also ich finde da ganz gut das Dr. Polidori, dieses Dry Tonic, finde ich ganz gut als Match mit diesen roten Früchten. Alternativ ist auch toll, es ist ein Tonic mit Elderflower, harmoniert gut mit Granatapfel zum Beispiel, finden wir gut. Ja. Du kannst den aber auch, finde ich, pur super trinken, weil er im Gegensatz zu manch anderen null brennt nach hinten. Genau. Er brennt gar nicht. Vielleicht einfach eine Orangenzeste. Ja, Granatapfel. Also er ist auch nicht süß. Er ist jetzt auch nicht, wo man denkt, also die Früchte sind hier, kommen jetzt nicht unangenehm süß oder. Es ist sehr angenehm, diese Frucht. Es ist deshalb. Also sehr schön, gefällt mir. Schmeckt gut. Ja, auf jeden Fall. Apfelminze lese ich gerade hinten drauf. Also passt wieder auch zu allem, wo Apfel mit dabei ist. Ein paar Tropfen schönen guten Apfelsaft in den Tonic mit rein. Mhm. Apfel putzen anstelle eines Orangenzeste oder plus dazu. Solltet ihr probieren, Dreibergs, Daumen hoch. Genau, gefällt uns. Und schaut beim nächsten Video auf jeden Fall wieder rein. Ihr könnt da schon mal sehen, wie es weitergeht. Da haben wir eine richtige Granate. Also wir toppen jeden tollen Gin beim nächsten Mal nochmal. Also, okay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Der ist wirklich gut. Doch, hätte man nicht gedacht, gell? Ja, das ist. Ich hätte jetzt ein bisschen an den Broadmans gedacht, als ich das. Ja. Ist er eben nett? Ja, genau.